Hallo Freunde, hallo Trainer. Ich will heute mit euch über das Thema der Selbstbeeinflussung, der Suggestion sprechen. Denn ich erlebe immer wieder, dass Menschen Affirmationen und Ähnliches für sich entdecken. Natürlich mit dem guten Zweck, dass sie ihr Leben verbessern wollen, ihr Leben verändern wollen, ihre Finanzen verbessern wollen, ihre Gesundheit, ihre Beziehung oder was auch immer. Aber grundlegende Fehler dabei machen, weil sie schon gar übersehen, wofür ist denn das eigentlich gedacht? Und lass uns das als erstes anschauen. Der erste und wichtigste Punkt ist, wofür ist es da? Es ist da, um unser Denken zu verändern. Also das, was wir verstandesorientiert denken und das, was wir schon tief programmiert haben, was schon nahezu ins Unterbewusstsein, in unser System integriert wurde, weil wir es 100-mal gesagt haben, weil wir es 10.000-mal gemacht haben und weil wir es als wahr erkannt haben. Und wenn wir jetzt etwas ändern wollen, dann nützt es sicherlich nichts, das, ich sag mal, oberflächlich vor uns hinzusagen. Bestes Beispiel ist für mich immer dieses, dass Menschen versuchen, sich einzureden, ich bin reich oder ich bin Millionär. Das mag funktionieren, wenn du dir das glauben kannst. Aber wann glaubst du dir das, wenn du es wirklich bist? Also ist alles andere Humbug. Wenn du im materiellen Mangel bist und dir dann sagst, ich bin reich, dann wird das nicht funktionieren. Wenn du gerade gesundheitlich im Mangel bist, keine Vitalität hast, keine Energie hast, möglicherweise krank bist und dir dann sagst, ich bin gesund und alles ist in bester Ordnung, dann kann das nicht funktionieren, weil du dir das nicht glauben kannst. Und wenn du dir sagst, ich habe jetzt den Partner meines Lebens gefunden und der ist aber nicht da, dann wirst du dir auch das nicht glauben können. Ganz logisch, oder? Und daher geht es darum, wenn wir Affirmationen, Suggestionen, Inkantationen benutzen, dann geht es darum, unser System zu verändern. Und das geht meist stückchenweise, das geht sicherlich durch viele Wiederholungen. Das geht aber in erster Linie über Emotionen, über unsere Gefühle, nämlich das, was wir wirklich empfinden. Über deine Gefühle und Emotionen kannst du deine Denkweise am leichtesten verändern. Und da es meist darum geht, aus dem Mangel in irgendeiner Angelegenheit rauszukommen, müssen wir einen Weg finden, musst du einen Weg finden, wie du dir etwas sagen kannst, was du nicht nur glauben kannst, sondern was du auch fühlen kannst. Und einer der wichtigsten Hinweise dafür ist, dass du es Stück für Stück machen kannst. Also nehmen wir nochmal das Thema Gesundheit oder allumfassend, dann sagst du eben nicht, es geht mir gut, sondern du sagst, es geht mir jeden Tag ein Stückchen besser. Oder von Tag zu Tag geht es mir besser und besser. Das ist eine Angelegenheit, die kannst du dir glauben. Wenn du merkst, du nimmst einen Satz, den du dir nicht abnehmen kannst, und der könnte jetzt zum Beispiel auch schon dabei sein, dass du sagst, von Tag zu Tag, wenn mein Inneres sagt, ja, aber ich kann ja nicht jeden Tag besser werden, dann hast du sofort den Widerspruch, den wirst du dir nicht abnehmen. Also nimm eine Formulierung, wo du keinen Widerspruch hast. Und nur dann kannst du etwas an deiner Denkweise ändern, die letztlich dein Verhalten prägt und mit diesem Verhalten deine Ergebnisse bringt. Vielleicht an der Stelle mal ganz grundsätzlich, durch mein Gepöbel manchmal hat man den Eindruck, dass ich davon nichts halte. Und das stimmt natürlich nicht, denn es ist sehr, sehr wichtig, was in unserem Kopf vorgeht, was in deinem Denken vorgeht, wie du denkst, was du glaubst. Und dabei sind wir auch beim nächsten Punkt, nämlich, was ist eigentlich dieser Glaube? Und dass der Glaube Berge versetzt, das wissen wir irgendwo alle, das steht schon in den alten Schriften drin, in jeder Art und Weise. Und wir wissen das auch. Und ich sage mal, am deutlichsten wird es, das, was du wirklich glaubst, und zwar nicht das, was du glauben willst, sondern das, was du wirklich glaubst, ist das, was du denkst. Wenn du also jetzt denkst, ich wäre gerne vermögender, aber leider habe ich das Geld nicht, um meine Miete zu bezahlen, dann ist das das, was du glaubst und nicht, dass du reich wirst. Wenn du dir sagst, ich bin voller Vitalität, voller Energie und Lebensfreude und fühlst aber genau das Gegenteil, nämlich, dass du platt bist wie eine Briefmarke
und leer und überhaupt gar keine Kraft in dir da ist, dann rate mal, was du wirklich denkst. Rate mal, was du wirklich glaubst. Weil das Thema so wichtig ist, will ich dir mal eine kleine Hilfestellung geben. Und zwar geht es im Wesentlichen immer um zwei Punkte dabei. Nämlich einmal um das Thema Vertrauen und zweitens um das Thema Verantwortung. Du darfst das Vertrauen entwickeln, dass du mit deinen Suggestionen und Affirmationen und was auch immer du so machst, um dich selbst zu beeinflussen, auch eine Wirkung erzielst. Du darfst darauf vertrauen, dass du eine Änderung herbeiführst. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Und der zweite Schritt ist eben die Verantwortung, nämlich die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du auch die Antwort bekommst, dass du das Ergebnis bekommst, was du willst, was du dir wünschst. Und dazu musst du natürlich die Gegebenheiten akzeptieren. Also deswegen nehme ich das so gern mit dir auseinander, um zu schauen, wie funktioniert das eigentlich und wie kann das funktionieren und was kann eben nicht funktionieren. Und alles, was du dir selber nicht abnehmen kannst, was du nicht glauben kannst, was du nicht denken kannst, das kann nicht funktionieren. Das ist dir jetzt schon klar geworden. Also geht es jetzt um den ersten Schritt, nämlich das Vertrauen zu entwickeln. Und da darfst du für dich tatsächlich mit beiden Dingen arbeiten. Natürlich kannst du da ansetzen, wo gerade der Mangel herrscht und wo du gerade am bedürftigsten bist. Aber ich würde dir empfehlen, beziehe alle Bereiche deines Lebens mit ein, wenn du dich selbst beeinflusst. Denn die Dinge, die schon gut laufen, werden dir Bestätigung dafür geben, dass das richtig ist, was du machst. Beziehe den Punkt der Dankbarkeit mit ein, nämlich dankbar dafür zu sein, was du schon alles hast und was du schon alles erreicht hast, weil es dir ein Gefühl des Vertrauens gibt und dein Vertrauen stärken kann. Und dann sieh zu, dass du Formulierungen findest, die du vielleicht auf eine Minute, zwei oder drei am Tag und dann wirklich jeden Tag vor dich hinsprichst, möglichst mit ganz viel Emotionen. Am Anfang hilft es, die Dinge laut zu sprechen. Ich habe das ganz oft in meinem Leben gehabt, dass ich das laut vor mich hinspreche und im Wald dann komische Blicke ernte. Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, diese Knöpfe in die Ohren zu machen, auch wenn ich keine Musik höre, damit die Leute nicht ganz so verwundert sind über meinen Irrsinn. Aber wenn du Dinge laut sprichst, bekommst du automatisch eine andere Gefühlswelt dazu. Wenn du sie intensiv fühlst und versuchst, in dieses Gefühl auch reinzukommen beim Sprechen, das bedarf manchmal etwas Übung. Dann ist es das, worum es eigentlich geht. Denn umso intensiver deine Emotionen sind, umso weniger Wiederholungen brauchst du. Es geht letztendlich natürlich immer ums Thema Training, beziehungsweise die Intensität des Erlebnisses. Und daher empfehle ich dir, das erstens zu wiederholen, regelmäßig zu wiederholen, regelmäßig zu tun, ein, zwei, dreimal am Tag das, was du vorhast, und das Ganze dann aber auch so emotional wie möglich zu machen, zu fühlen, zu sehen, zu riechen, zu schmecken, alle Sinne zu nutzen und das in dein System zu integrieren, so gut wie möglich. Und nur dann macht eine Suggestion tatsächlich Sinn.